Hallo Klickenabendler, wir sind in Essen auf der Spiel 2024 beim Schmidt Spiele Verlag und stellen euch die Herbstneuheiten vor. Neben ist der Willi. Hallo Willi. Hi. Das Tolle ist, Kinder mögen ja puzzeln. Kinder mögen auch herausgefordert zu werden und Kinder mögen auch Logikspiele. Konnte ich teilweise zu Hause schon ausprobieren. Und wir haben hier ein Logikspiel, was die Kleinen an das Genre der Logikspiele heranführt. Käferparade. Ja. Und ich würde sagen, wir spielen einfach mal eine Runde, dann sieht man, wie es funktioniert. Okay. Also wir haben eine Aufgabenkarte. Ich habe jetzt die Solo-Seite genommen. Also man kann es alleine spielen oder kooperativ, dass jeder eine Tafel bekommt. Auf dieser Tafel sehen wir jetzt, der Gelbe muss auf den Wurm gesetzt werden. Der lilafarbene muss auf die Schnecke. Ja. Der Blaue muss auf die Erdbeere. Und der orangefarbene muss auf den Pilz. Mhm. Unsere Aufgabe ist jetzt, dass neben dem Gelben nur der Blaue sitzt. Sieht man hier. Mhm. Neben dem lilafarbenen muss Orange und Grün sein. Mhm. Aber man weiß nicht, wo kommt Orange, wo kommt Grün hin. Und Rot und Grün, Entschuldigung. Ja. Und neben dem Blauen muss Grün, Gelb und Rot, glaube ich, Orange sein. Ja, okay. Das heißt also, wir würden jetzt den Grünen dahin legen. Dann hätten wir diese Aufgabe schon erfüllt. Dann wissen wir auch, okay, Lila ist jetzt der, dann muss da der Rote hin. Und damit können wir nochmal überprüfen, ob das andere auch passt. Wir sehen es aber auch auf der Rückseite, ob alles richtig ist. Gelb, Blau, Orange, Grün, Lila, Rot. Es könnte sein, dass hier sind Symbole, also da darf nie ein Chip hin. Es gibt später bei den schwierigeren auch zwei mögliche Plätze. Dann ist das auch auf der Karte so vermerkt. Also hier könnte Orange an dieser Stelle oder an dieser Stelle sein. Und da haben wir es schon erwähnt, Grün sind die einfachen, Blau sind die schwierigen. So spielt man beliebig viele Karten durch und hat immer die freiwillige Selbstkontrolle, um zu gucken, hat es gepasst oder hat es nicht gepasst. Ja, dann gibt es noch die Kooperative. Kooperativ wird das Ganze dann, jeder bekommt eine Tafel, nimmt sich eine Karte und diese Karte erfüllt er jetzt. Sobald er der Meinung ist, ich habe es geschafft, kontrolliert er. Sollte es richtig sein, kann er versuchen, diese Blumen abzudecken. Diese Blumen deckt man einerseits mit Käfern schon mal ab, aber es wird auch von einem Spieler alle Blumen geworfen und man entscheidet sich jetzt für eine Farbe. Also in dem Fall würde man jetzt sagen, wir nehmen die drei roten und verteilen die an die Spieler, damit sie halt ganz einfach die rote Blume abdecken können. Weil wir wollen, dass alle Blumen abgedeckt sind. Für jede komplett abgedeckte Tafel bekommen wir eine Gewinnkarte. Und das machen wir insgesamt mit vier Karten und wir versuchen halt 10 oder 8 Gewinnkarten zu bekommen. Und es ist im Endeffekt ein Solo-Spiel, aber es sind natürlich alle für den Erfolg verantwortlich. Das ist Käferparade mit Naturthema und halt einer Heranführung von leicht zu schwer an Logikspiele. Ja.